Hallo beim Nonna Anna Podcast. Heute darf ich begrüßen ins, was haben wir gerade gesagt, Iris, ins sonnige Brigachtal. Brigachtal grüße ich meine Elba-Freundin, die Iris. Iris, grüß dich. Ciao Bella. Hallo Bianca. Ciao, ciao. Hey, es freut mich, dass du dir Zeit nimmst, Iris. Für dich immer. Sehr gerne. Hey, das freut mich total. Du bist echt immer viel beschäftigt. Haben uns jetzt gerade vorher noch unterhalten. Du hast ein bisschen was erzählt von deinem Tun als ehrenamtliche Richterin am Landessozialgericht. Habe ich das richtig gesagt? Jawohl, genau. Das ist ja nur eins. Iris ist meine Freundin, meine Elba-Freundin. Aber du bist auch mega engagiert, Iris, als Sozialpädagogin. Aber vielleicht stellst du dich kurz selber vor und dann sagen wir, was wir miteinander schon gemacht haben. Genau. Ja, ich bin die Iris. Ich bin aus Brigachtal gebürtig, aber aus Stuttgart. Bin seit jetzt dann bald 35 Jahren verheiratet mit dem Willi, den die Bianca auch sehr gut kennt. Und unsere Jungs sind der Jonas und der Lukas. Der Jonas wird dieses Jahr 30 und der Lukas 28. Sie sind also schon aus dem Haus. Und Willi und mir wird es aber nicht langweilig, weil wir immer geschaut haben, dass wir auch unsere Hobbys gemeinsam leben. Und das machen wir ganz kräftig im Moment. Kräftig sage ich auch, weil wir auch Kraft brauchen. Ja, und, ich weiß schon, was du anspielst. Genau. Und bin seit 22 Jahren Schulsozialarbeiterin hier in Brigachtal an der Grundschule. Und ja, immer noch mit sehr großer Freude. Wir haben so knapp über 200 Schüler. Und ja, da habe ich immer sehr viel zu tun, auch ganz, ganz viel Elternarbeit, aber natürlich auch mit den Lehrkräften, mit der Sekretärin, mit dem Hausmeister. Also je nachdem, wo es halt gerade irgendwo, wo gerade Bedarf ist, da bin ich einfach da. Ja. Und schau drum eben, dass so meine Hobbys so sind, dass ich mich da auch ein bisschen auspowern kann. Ja, das glaube ich sehr gerne, weil du bist wirklich, ich kenne dich immer, immer sehr engagiert, Iris. Und wenn du immer was machst, dann bist du immer mit dem ganzen Herzen dabei. Du bist aus Fleisch und Blut eine Sozialpädagogin, gell? Wenn man so sagen kann. Ja, du machst ja auch noch Projekte für Jungs, für Mädchen. Ja, genau. Neben dem Ganzen. Und umso mehr habe ich es geschätzt, Iris, dass man mir zwei, jetzt pass auf, jetzt hole ich es und du hast es auch, gell? Genau. Genau, damals dieses Buch mit der Evi zusammen geschrieben haben. Ja. Die Evi war letzte Woche mein Podcast-Gast. Und weil wir immer gesagt haben, Evi ist Pädagogin, du bist Sozialpädagogin und ich immer mit meiner Demenzschiene. Hey, kann man das nicht verbinden, gell? Ja, ich habe ja eben 2010 und 2014 mit den Schülern unserer Schule zwei Bücher geschrieben. Genau. Einmal gestern, heute Morgen und das zweite Mal Wir Kinder aus dem Brigachtal über den Geest Verlag, der ist in Vechta. Und da haben wir uns ja auch immer ausgetauscht und da habe ich dir auch die Bücher dann immer mit auf die Elba gebracht. Und das ist einfach faszinierend, wie toll Kinder schreiben können. Und da hat sich das dann über ein Jahr entwickelt, gell, Bianca, dass wir gesagt haben, das wäre doch auch mal was, was wir gemeinsam tun können. Ja, das war wirklich echt ein reger Austausch, gell, weil für die, glaube ich, war es auch neu, dass man das Thema Demenz in die Schule bringt. Genau, das ist richtig, ja. Und es war aber eigentlich, wenn man das Buch so liest, und war es eigentlich das Thema Demenz schon die ganze Zeit in der Schule, nur hat man nicht drüber gesprochen, weil wir haben ja sehr viele Kinder, wo halt eben Omas oder Opas haben, die tatsächlich an Demenz erkrankt sind. Und als wir dieses Buch geschrieben haben, speziell mit den Kindern, als die dann da waren, kam eben raus, dass bei ganz vielen Kindern die Oma oder der Opa an Demenz leidet. Und war eine gute Sache auch, weil du ja auch gut mit einbezogen wurdest. Die Kinder haben dir ja die ganze Frage geschickt, was sie so beschäftigt. Und du hast die dann ja auch super beantwortet. Und es war natürlich schon toll, dass die Kinder sich da noch mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen können. Und trotzdem ist oft so, wenn die schreiben, das kommt bei denen so aus dem Bauch raus und nicht wie bei uns immer alles so verkopft.
Kinder bringen einfach, die sagen was und sie bringen es auf den Punkt. Und bei uns Erwachsenen, wir machen dann irgendwelche Sätze drumherum und überlegen und machen und tun und machen das viel zu kompliziert. Und darum ist es eigentlich mit Kindern eine ganz tolle Geschichte, mit denen auch zu schreiben. Ja, das war schon, jetzt wo du es gerade sagst, erinnerte mich wieder an diese Fragen, die dann tatsächlich von euch rübergekommen sind. Und teilweise waren die gar nicht leicht zu beantworten. Ja, genau. Also die waren, ich kann mich noch erinnern, kann man mit Demenz Auto fahren? Ja, genau. Ja, oder kann man bestimmte Dinge da und dann natürlich hat es der Tod auch beschäftigt, gell? Stirbt man an Demenz? Ja, ja. Das waren dann schon so Themen immer. Ja. Und dann war doch diese Phase, wo sie auch gemalt haben. Aber ich glaube, du hast es ja selber, sag ich jetzt mal, für die runtergebrochen in deinem Teil da drinnen in diesem Buch mit, ich weiß nicht, mit Fragen stellen. Da muss man jetzt helfen. Dann, genau. Also erst haben sie ja, wir haben das ja so aufgebaut, dass praktisch die Kinder an verschiedene Tage bei mir waren. Und es kamen ja immer alle Kinder, also es waren wahnsinnig viele da. Die haben erstmal, natürlich haben wir über das Thema gesprochen und dann eben als Frage aufkam, die ich jetzt nicht beantworten konnte, die haben alle gesammelt, haben sie dir ja geschickt. Genau. Und als dann diese Frage alle beantwortet waren, dann haben wir ja dann eben angefangen zu schreiben. Wir haben dann eben dieses Akrostikon genutzt, wo man eben dann praktisch die Demenz hinschreibt und zu jedem Buchstabe dann ein Schlagwort bringt. Dann haben sie Gefühlsgedichte gemacht. Das finde ich mit jedem Thema. Haben wir jetzt auch gemacht mit dem Krieg oder auch mit Corona kann man das mit jedem Thema machen, dass man praktisch dem Krieg praktisch sagt, wie er riecht, wie er schmeckt, wie er sich anfühlt. Und solche Dinge, so haben wir es ja mit Demenz eben auch gemacht. Und da kamen ja wirklich ganz spannende Sachen raus. Und also ich weiß noch einmal, eins ist mir jetzt gerade nur im Kopf, das war wie Paukenschläge und sanfte Harfentöne, wo ich gedacht habe, wie kommt ein Kind jetzt auf einen sanften Harfenton? Aber das waren eben diese Sachen, die dann so faszinierend sind, finde ich einfach, ja. Und dann auch sehr emotional, kann ich mich erinnern, es war auch manchmal auch sehr traurig. Das war schon, also das stimmt. Und wie gesagt, von meiner Seite ist ja gekommen, diese drei verschiedenen Stadien der Demenz in der Bildergeschichte und mit Tieren symbolhaft, sage ich jetzt mal, die Schwere nehmend, die Inhalte wenig zu vermitteln, wie das Krokodil, das die Wörter frisst. Oder dann am Schluss das die Delfine, mit den Delfinen schwimmen gehen, wenn da sie diese Körperfunktionen nicht mehr so funktionionieren. Ne? Ja, und das war, also da war ich sehr, sehr dankbar, dass du gleich gesagt hast, ja, mach mal miteinander. Mhm. Und das hat das war eine lebendige Geschichte. Genau, sag einmal. Genau. Also ich habe ja mit den Kindern auch deine Geschichte dann durchgelesen und das fandet ihr eben auch spannend. Und eben ein Kind hat ja dann hier dieses Bild gemalt mit dem Krokodil im Kopf, was die Wörter frisst. Genau. Ja, es war einfach eine tolle Zeit, auch eine spannende Zeit. Ich finde immer von Kindern lernen auch wir als Erwachsene unglaublich viel. Ja. Und ich denke auch, jetzt mache ich diesen Job schon so lange und ich mache ihn immer noch so mit so viel Liebe und so viel Herz. Es ist einfach was, was mir aber auch leicht fällt, muss man wirklich sagen. Ich habe auch immer das Motto, wenn Kinder Fragen haben, die kriegen, egal welche Frage sie stelle, sie beantwortet, weil es schlimm ist für ein Kind, wenn man sagt, du bist noch nicht alt genug. Wir reden da mal drüber, wenn du größer bist. Gerade das Thema Tod und Trauer ist wahnsinnig. Das begleitet mich jetzt eigentlich die ganzen 22 Jahre schon. Und ich habe ja immer noch im Kopf auch, dass ich eigentlich mal noch ein Buch über Trauer und Tod oder auch, ja, Trennung ist ja auch, Scheidung ist ja auch oft Verlust, ja, und Trennung und Trauer dann auch ja viel. Und da bin ich immer mal noch dran, aber im Moment fehlt mir einfach die Zeit. Ich hoffe aber wirklich, dass ich da noch irgendwann mal noch wirklich die Kurve kriege und das dann auch wirklich mit Kindern nochmal schreiben kann. Bestimmt, das glaube ich, dass du das auch machst, aber oft ist doch einfach auch so, dass dann wirklich die Zeit noch nicht hundertprozentig reif war für diese Sache. Also da haben noch irgendwas fällt dann oft noch. Also so ist oft. Das ist richtig.
Aber sag mal deine Meinung. Denkst du im Nachhinein, das war ein Fehler, das Thema in die Schule und wie alt waren deine Schüler, mit denen du das gemacht hast, zu holen? Oder? Nee, die waren ja zwischen 7 und 12, 13, 14. Nee, es ist nie ein Fehler. Ich habe teilweise diese Themen inzwischen schon, ich mache ja auch mit der Vorschülerprävention immer alle Schüler, die praktisch dann in die Schule kommen im Sommer. Da bin ich dann ab Januar, Februar bin ich dann einmal im Monat bei uns in den Kitas und mache Prävention. Und auch da kommen diese Themen. Also das ist gar kein Fehler, weil ich denke, das ist ja was, was die Kinder beschäftigt. Und es ist aber was, was zu Hause eigentlich ein Tabuthema ist, ja, weil über Trauer und Tod und Demenz und Krankheit, solche Sachen, redet man nicht gern. Ja, und gerade wenn es zu Hause tatsächlich passiert, Ja, genau. dann nur erst recht nicht, Ja. gell? Also Und das. man muss natürlich auch sehen, dass Erwachsene oft überfordert sind dann. Ich denke, wenn ich mir jetzt vorstelle würde, meine Mutter kennt mich von jetzt auf gleich nicht mehr. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass meine Mama da noch echt fit ist mit knapp 80 jetzt, aber das ist schon auch was, wo man damit zurechtkommen muss. Und wenn man da noch kleine Kinder hat, das denen dann zu erklären, wenn man es selber nicht versteht, finde ich, ist schon schwierig. Und von dem her ist es immer, immer wieder wichtig, dass man diese Themen in die Schule bringt. Ja, na super, da bin ich da sehr, sehr dankbar. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man so einen Job hat, und den macht man mit Leib und Seele, dann muss man sich umso mehr irgendwie abgrenzen oder abschalten. Und da hast ja du verschiedenste Abtauchen im wahrsten Sinne des Wortes, Iris, Genau. gell? Ganz genau Abtauche, getaucht, hat es ganz genau. viel. Und jetzt zur Zeit ist auch eine Leidenschaft, was ich so mitkriege, mit der Kettensäge arbeiten, gell? Schnitzen, Du bist genau. ja immer sehr kreativ, tatsächlich. Klein und Also, fein, ja. ist genau. Und jetzt bin ich aber schon eigentlich bei meiner letzten Frage, oder weil, wie gesagt, du bist für mich wie so ein Multitalent. Du machst so viele Sachen. Also, wie gesagt, Musik, das ist ja für euch beide, für den Willi und für die. Und vor dieser Aufzeichnung haben wir mir jetzt sogar geredet, weil ich dich gefragt habe, bezüglich unserer digitalen Betreuung, also interaktive digitale Betreuung, habe ich dich gefragt, gerade, ob du dir vorstellen kannst, dass du auch jemand mal mit digital in eine Musikprobe nimmst. Weil es gibt bestimmt Menschen, sag jetzt mal, die nicht mehr so mobil sind, die das auch gern gemacht haben, so wie du, und die allein schon Lust haben, wenn sie sagen, hey, dann nimm mich teil, weil da geht vorher ein Ratsch, dann geht da wieder Bier drüber vielleicht und man kriegt das ein bisschen mit. Ja. Findest du das kann, also das haben wir zwar jetzt noch nicht ausprobiert, aber glaubst du, das ja, macht Sinn? Kannst du vorstellen, kannst du das, hast du da gesagt, gell? Also ich finde immer, man muss alles ausprobieren. Und wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man auch nicht sagen, es ist was oder es ist nichts. Aber es macht immer Sinn, weil, also wir haben jetzt zum Beispiel auch, während Corona war, haben ja auch so kommuniziert, ja, oder Ja. halt einfach telefoniert dann, oder ich habe auf der Straße angehalten und habe mit den Kindern über die Straße drüber gesprochen, weil es mir einfach ein Bedürfnis war, Ja. ja, dass die Kinder nicht allein sind und mir selber hat es auch gut getan. Das ist ja eben immer das. Es ist ja nicht nur so, dass man nur gibt, sondern ich bekomme ja auch so viel. Ja, also ich habe gesagt, was ich schon die letzten Jahre an schöne, ja, Worte und Geschichte und alles mögliche Geschenk gekriegt habe. Ein Schüler hat zu mir gesagt, Frau Weiser, wie alt bist du? Und dann habe ich gesagt, 55. Und er sagte, oh mein Gott, du musst jetzt wieder jünger werden, weil wir brauchen dich doch alle. Also das sind Das eben ist solche Sachen dann, wo ich denke, ja. boah, ja, wie cool ist denn das? Ja, da ist dann einfach der Tag schon irgendwie, Ja. ja, da hast du einfach ein Lächeln auf dem Gesicht, gell? Ja, und ich glaube, jetzt seit Corona, sage ich jetzt mal, ist einem jeden nochmal bewusster geworden, sage ich jetzt mal, weil das alles, was wir als Lockdown erleben, ist für manche Menschen so seit Jahren der Ja, Ist-Zustand. genau so ist es. Und dieses abgedroschene Wort in der Pädagogik, am Leben teilhaben, das hört sich so an, aber da steckt jede Menge drin und da kann Kindern auch 5 oder 10 Minuten, wenn du es digital bei einer Probe mitnimmst, kann Genau. schon tagesfüllend, wochenfüllend sein, weil man sie einfach vorher schon freut und so weiter. Ja, es ist echt Genau. Und ein kann auch Thema. spa total spannend sein, ja? Ja. Weil grundsätzlich ist es immer schön, neue Le Leute kennenzulernen und
Da entsteht dann manchmal Sache, die man einfach vorher gar nicht mit gerechnet hat, gell? Das Genau. ist schon was Tolles, ja. Und du bist da immer offen und immer zu jeder Schandtat bereit. Finde ich Natürlich. klasse. Das machen wir. Das machen wir auf alle Fälle. Hey Iris, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Wünsche dir Ja, ich frohes dir auch. Schaffen, Dankeschön. hey. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl, ich freue mich auf dich. Ciao, Iris. Für dich. Tschüss, Bianca.